Reinhard Mays Behauptung, dass die Freiheit über den Wolken wohl grenzenlos sei, trifft auf Segelflieger nicht zu. Segelflieger kratzen nur an den Wolken, dürfen sie aber in der Regel nicht durchfliegen. Dennoch sei es ein unvergleichliches Gefühl, lautlos dahin zu schweben, unter den Wolken zwar, aber über der sonnenbeschienenen Erde schwärmen alle Segelflieger. Bevor es aber soweit ist, sind viele Arbeiten zu erledigen und ist eine gründliche Ausbildung notwendig. Am vergangenen Sonnabend hatten die Mitglieder des Aero-Clubs von Güstrow viel Zeit für die jungen Segelflieger eingeplant. Es ging am Morgen los mit der Auslagerung der Flugzeuge aus den Hallen. Mit Kraftfahrzeugen wurden die Fluggeräte einzeln zum Start auf die ca. 1000 Meter lange Start- und Landebahn gezogen. Falk und Steven, zwei 13-Jährige aus Rostock, waren erstmals für einen Schnupperflug auf den Flugplatz Hansgrade gekommen. Sie wollen sich die Welt von oben ansehen und dann entscheiden, ob das ein für sie in Frage kommendes Hobby sein könnte. Während die Jungs mit Vereinschef Axel Mühlenberg mit einer zweisitzigen Puchatsch starten, erzählt Ausbildungsleiter Eginhard Schmuhl, wie die Ausbildung im Verein abläuft. Man kann theoretisch mit 13 anfangen, mit 14 kann man nachher richtig loslegen. Die fangen dann mit einer normalen Grundausbildung an, lernen also das Fliegen von der Pike auf und werden dann, ich sag mal, wenn es ganz gut läuft, innerhalb eines halben Jahres in der ersten Saison schon manchmal zum ersten Alleinflug gebracht. Wir haben welche, die haben letztes Jahr im Sommer angefangen, der fliegt vielleicht heute das erste Mal allein. Eginhard Schmuhl fliegt seit 48 Jahren, zu DDR-Zeiten Segelflugzeuge, nach der Wende Motorsegler, Motorflugzeuge und jetzt hat er sein Herz für Ultraleichtflieger entdeckt. Im Aero-Club gibt es an die 40 aktive Mitglieder, 12 bis 15 davon sind im jugendlichen Alter. Einer von ihnen ist Steven Jaster. Der 17-Jährige hat gerade eine Doppelbelastung durchzustehen. Einerseits steckt er mitten in den Abiturprüfungen, andererseits bereitet er sich auf die Prüfungen zum Segelflugschein vor. Die Theorie hat er in 2 Wochen, die praktische Prüfung im Juli vor der Brust. Er erinnert sich, wie er die Jahre der Ausbildung erlebt hat. Naja, also man kommt halt hierher, meldet sich im Verein an und dann lernt man erstmal die Grundlagen zum Anfang, also ganz normale Geradeausflüge, Kurvenflüge, wie man so ein Flugzeug überhaupt bedient, steuert, die ganzen Steuerelemente, die es da gibt. Und auch, was man bei der Vorflugkontrolle macht, die ich ja vorhin schon gemacht habe. Ja, dann irgendwann, wenn man soweit ist, folgt dann der Alleinflug, der erste. Das ist dann so der größte Moment sozusagen in der Ausbildung, wenn man das erste Mal dann ohne Fluglehrer ganz oben ist. Und dann wird man irgendwann umgeschult auf den Einsitzer. Und ja, dann folgt die Theorieprüfung und der Segelflugschein. Und dann kann man praktisch frei fliegen, wie man möchte. Steven möchte seinen Traum vom Fliegen verwirklichen und sich bei der Lufthansa zum Piloten ausbilden lassen. Da hofft er, dass sich seine Bewerbungschancen mit dem Segelflugschein verbessern. Bevor Steven an diesem Sonnabend startet, muss er sein Flugzeug anhand einer Checkliste genauestens überprüfen. Denn Sicherheit wird im Verein großgeschrieben. Es gibt ganz bestimmte Wege, wo man hier rausgibt. Es gibt ganz bestimmte Kommandos, wie ein Flugzeug hochkommt. Wir haben einen Flugleiter, der da alles überwacht. Wir haben in den Flügen, in den Ausbildungsflügen haben wir einen Fluglehrer an Bord. Bei den Schülern, die nachher alleine fliegen, so wie Steven, da sitzt ein Fluglehrer unten und beobachtet das von unten alles, kann auch per Funk eingreifen. Also das ist eigentlich sehr engmaschig, dieses Netz. Und ich denke mal, da haben wir gute Voraussetzungen, dass das auch so funktioniert, wie wir uns das eigentlich wünschen. Es soll sicher sein. Fliegen soll sicher sein. Inzwischen sind Falk und Steven, die beiden 13-Jährigen, von ihrem Schnupperflug zurückgekehrt. Die Augen leuchten und sie schwärmen von ihrem Flugerlebnis. Gleich notieren sie sich den nächsten Höhepunkt im Verein. Das wird ein Fliegerlager zu Beginn der Sommerferien sein. Da treffen sich alle, die zu der Zeit frei haben. Meistens sind also die Schüler, die Fluglehrer und die Ausbilder bei uns. Wir brauchen ja auch noch einen Windmechaniker, wir brauchen Flugleiter, wir brauchen das Personal hier. Die nehmen in der Regel ihren Urlaub, ihren Jahresurlaub und machen das dann ehrenamtlich hier, dass wir dann in der Woche mit den Schülern fliegen können oder dass eben auch die Leistungsflieger, die teilweise auch Privatmaschinen haben, dann hier in der Woche auch mal fliegen können, was wir sonst eigentlich nicht machen. Das Fliegen ist aber nur der eine Teil der Vereinsarbeit. Oft verbringen die Mitglieder viele Stunden damit, die Flugzeuge zu pflegen, zu warten und notfalls auch zu reparieren. Alles muss tipptopp in Ordnung sein, damit nichts das Erlebnis vom lautlosen Dahingleiten beeinträchtigt.